Grüß Gott, ich bin Pater Ausinus von St. Ottilien. Ich begrüße euch von nah und fern ganz herzlich zum heutigen Gebet und zur Meditation. Das heutige Thema heißt Wach sein, seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet. Beruflicher Stress und Leistungsdruck, Hektik und Krise im Alltag, ständige Reizüberflutung und Spannungen im sozialen Umfeld führten häufig zu innerer Unruhe und Nervosität. Natürlich kann kein Mensch immer wach bleiben. Wach, das heißt, die Augen offen zu halten, wahrnehmen, was passiert, gegenwärtig sein. Wir müssen aufmerksam sein, denn nur wer wach ist, wird nicht überrascht. Unser Glauben wächst durch das Gebet. Gebet gibt Kraft, wach zu bleiben und verbinde uns mit Gott, um den rechten Weg zu führen. Auch die Geschichte vom weisen Rabbinen endet ja so. Alle deine Gebete und Taten, so sagt er, helfen dir, wach zu sein, wenn die Sonne aufgeht. Bald ist Advent, wachsam und aufmerksam leben, mehr Zeit regelmäßig mit Gott und mit mir in der Stillen verbringen. In Augenblicke lebe ich so, als wäre es meine letzte. Sei wachsam, denn er kommt unvermutet. Ohne jede Ankündigung ist er plötzlich da und erwartet, dass du bereit bist. Hellhörig, er spricht dich an als depressive Freundin, als gebrechlichen Nachbar, als Obdachlose in der Einkaufspassage. Sei achtsam, er erwartet deinen Besuch im Krankenhaus, im Altenheim, in eine einsame Wohnung. Sei liebevoll, er braucht deine Geduld als redseligen Anruferin. Er hofft deine Antwort auf einen Brief. Ein Mail, sei freundlich, er wartet in jedem Menschen auf deine Zuwendung, dein Lächeln, deine Anerkennung, dein Lob. Schau genau hin, er ist längst da, du musst ihn nur erkennen. Ich lade euch ein, zur Ruhe zu kommen. Nun wollen wir zusammen beten und meditieren. O Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir hören das Lied Geht unter der Gnade. Thank you.
der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust, geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Alle Stunden, alte Tage lässt du zögernd nur zurück. Wohlvertraute alte Kleider sind sie dir durch Leid und Glück. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Neue Stunden, neue Tage, zögernd nur steigst du hinein. Wie dir gerade Zeit dir passen, ist sie dir zu groß, zu klein. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein. Doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Wir sitzen aufrecht, ruhig, bewusst und offen für alles. Wer will, kann die Augen schließen. Eine Klangschale klingt. Wir hören zu. Worin liegt die Heilskraft? Bei der Klangschale oder beim Zuhören? Lauschen macht still, das ist heilsam. Die Klangschallen geben uns die Fähigkeit, offen zu sein, und der Körper ist im Augenblick entspannt und locker für die Meditation. Wir richten
unsere Wachheit auf das Hören und auf das Spüren.
Ich atme ein, dass ich einatme. Ich atme aus, dass ich ausatme. Einatmen, Gott, du in mir. Ausatmen und ich in dir. Warte auf Gottes Wirken in deinem Herzen und in deinem Leben. Wir leben in Gottes Gegenwart und legen alles in seine Hände. Gott, du in mir und ich in dir. Du in mir und ich in dir.
Im Vater unser beten wir für leidende Menschen in der Welt, für unsere Angehörigen und Freunde, für den Frieden in der Welt und in uns selbst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. So segne euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke euch für das Dabeisein. Lebe, lache, liebe und lege alle Sorgen in Gottes Hände. Zum Schluss hörten wir Orgelmusik. Ihr könnt danach gerne noch in der Stille sitzen bleiben. Gottes Segen und bleibt gesund.